Arbeiter, die Hit von 90 Kilogramm, die Hagenklippen, der Kleinflieh, der Fliegenfloh. Alle Funktionen des Steuerknüppels funktionieren zusätzlich. Ja? Also als Vorlage hat er einen Bauplan, ein Buch aus dem Jahre 1935. Und da sind alle Angaben, Maße und Profile originalgetreu drin und die hat er übernommen. Die Funktionsweise ist so, dass der Steuerknüppel nur das Ruder hinten steuert und die vordere Tragfläche wird quasi per Verwindung gesteuert. Aber es gibt zum Beispiel keine Querruder. Der Anstellwinkel der vorderen Tragfläche steuert die Nickbewegung. Also das, was Sie sonst hinten als Höhenruder haben, macht vorne die Haupttragfläche. Und im Modell hat er das jetzt genau so auch umgesetzt. Das heißt, das Modell wird überhaupt nicht so gesteuert, wie man es normal kennt. Gehörte 1936 mit zum Flying Circus und war auf Flugvorführung dabei und er hat sogar ein Foto beigelegt. Und dieser Nachbau ist also kurios, die Steuerweise absolut kurios. Das Modell hat jetzt inzwischen rund 40 Flüge drauf. Und er vermerkt hier, das sind definitiv mehr als jede der originalen Flying Fears je erreicht hat. Und dieses Baumuster, was Sie hier in der Luft sehen, das ist von dem ursprünglichen Konstrukteur die 14. Konstruktion. Er hatte vorher schon 13 andere Flugzeuge, teilweise sehr erfolgreich konstruiert. Und als 14. Exemplar kam dieses Modell heraus. Die HM14, darum auch diese laufende Nummer bei der Typenbezeichnung. Und wie gesagt, Querruder gibt es nicht. Das machen wir per Flächenverbindung. Seitenruder gibt es und statt Höhenruder wird die vordere komplette Tragfläche im Abstellwinkel versteckt. Wenn Sie sich übrigens das Modell gleich nochmal angucken, er hat den Ford-Motor, der da ursprünglich drin war, vom Ford Typ A10, hat diesen Motor genommen, quasi als Modell nachgebaut und hat in dieses Modell dann den Zenoa-Motor, den Modellverbrennungsmotor dann eingebaut, sodass es von außen möglichst original aussieht, aber trotzdem innen ein Modellmotor werkelt. So, und er sollte jetzt eigentlich zur Landung reinkommen. Der Pilot, übrigens Iron Redshaw, aus England angereist, wo das Original auch mal geflogen ist. Und ich darf für unseren britischen Gastpiloten noch mal einen herzlichen Applaus bitten für seinen fliegenden Flug.